Dadurch können Laborergebnisse öfter am Tag geliefert werden, was dann ein Vorteil für die Patienten und die Ärzte ist. Die Drohne fliegt sehr schnell, also zwischen 110 und 130 Kilometer pro Stunde. Und das querfällt ein. Also das ist schwer zu vergleichen mit dem Auto. Also es geht sehr, sehr, sehr viel schneller. Man sagt oder hört ja auch, Drohnen können ja an sich auch mal abstürzen. Wie sieht's da aus? Ja, heute hier am Naomi-Wilke-Stift Klinikum in Guben. Von hier aus könnten bald, ich sag mal, Laborproben nach Cottbus ins MVZ geflogen werden. Aus Ihrer Sicht, welche Chancen eröffnen sich damit für das Klinikum? Ja, im Moment werden ja alle Proben per Kurierfahrzeug gefahren. Das ist okay, aber einmal in heutigen Zeiten, wo man schauen will, den CO2-Footprint runterzubringen, gibt es natürlich die Möglichkeit, mit elektrisch fliegenden Systemen das effizienter zu machen. Aber gleichzeitig ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, dass man öfter fliegen kann. Ja? Dadurch können Laborergebnisse öfter am Tag geliefert werden, was dann ein Vorteil für die Patienten und die Ärzte ist. Ja? Ihr startet jetzt bald der Testbetrieb. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Wer startet die Drohne? Wie landet sie? Muss sie praktisch auch entladen werden? Wer steuert das Ganze? Einfach mal so ein großer Überblick, wie sieht das Ganze dann aus? Also das Erste, was besonders sozusagen an dieser Operation ist, es ist ein Flug außerhalb der Sichtweite. Jetzt liegt ja Cottbus 40 Kilometer von hier entfernt und das ist eine große Distanz sozusagen. Da ist es klar, dass die Drohne außerhalb der Sichtweite ist. Das heißt, es gibt irgendwo einen Piloten, der die Drohne fernsteuert, aber man muss dazu sagen, die Drohne fliegt automatisch. Das heißt, die Mission ist vorher schon festgelegt, komplett einprogrammiert und die Drohne macht das rein automatisch. Und die wird aber in der ganzen Zeit von einem Menschen überwacht. Das heißt, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, dann kann der Mensch eingreifen und zum Beispiel Notlandeorte zuweisen oder eben auch die Drohne umkehren lassen. Am Boden ist es so, dass die Systeme von Phoenix Wings besonders einfach zu bedienen sind. Das heißt also, es langt ein ausgebildetes Klinikpersonal zum Beispiel, um Proben oder andere Nutzlasten ein- und auszuladen und die Drohne dann wieder wegzuschicken. Je nachdem, wo ich dann lande, wie die Operation aussieht, kann es sein, dass ich auch Batterien wechseln muss. Das wäre dann auch ein Trainingsschritt, den man gut unterbringen kann, auch mit Klinikpersonal, sodass die auch in der Lage sind, Batterien zu wechseln. Ja. Wie sieht es vielleicht auch mit den Flugrouten aus? Was gibt es da vielleicht zu sagen? Beziehungsweise spielen denn auch Wetterverhältnisse eine Rolle oder ist das alles komplett egal? Also die Flugrouten, die werden nach ganz vielen Gesichtspunkten angeschaut. Das ist ein Genehmigungsprozess, der dann mit dem Luftfahrtbundesamt stattfindet. Da muss man extrem viele Sachen beachten. Wo sind zum Beispiel Kindergärten? Wir wollen jetzt nicht nach Möglichkeit über einen Kindergarten fliegen. Oder wo sind Hochspannungsleitungen, Windräder, wo sind bebaute Gebiete? Das alles muss einbezogen werden. Naturschutzgebiete sind relevant, ja. Die muss ich alle umfliegen oder auslassen oder mit einer Sondergenehmigung quasi arbeiten. Ja. Aber dann ist die Route genehmigt und definiert und dann fliegt die Drohne immer diese Route entlang. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Flieger bei euch sozusagen. Welcher würde hier eingesetzt werden? Beziehungsweise was würde das dann bedeuten? Wie viele Proben könnte man transportieren? Wie lange würde das dauern? Wie schnell fliegt so ein Flieger? Also wir würden unsere große Drohne einsetzen. Der heißt Orca, also PW Orca. Wir sind die Firma Phoenix Wings, deswegen das PW. Die Drohne fliegt sehr schnell, also zwischen 110 und 130 Kilometer pro Stunde. Und das querfällt ein. Also das ist schwer zu vergleichen mit dem Auto. Also es geht sehr, sehr, sehr viel schneller. Typischerweise jetzt für diese 40 Kilometer Strecke sind wir wahrscheinlich eine Viertelstunde, ein bisschen länger, maximal 20 Minuten unterwegs, je nach Wetterverhältnissen. Ja. Genau. Gibt es auch in irgendeiner Form gewisse Risiken? Also man sagt oder hört ja auch, Drohnen können ja an sich auch mal abstürzen. Wie sieht es da aus? Genau. Also prinzipiell ist es so, dass wir reden ja hier darüber, dass diese Drohnensysteme je nach Gefahrenklasse eingestuft werden. Also auch die Genehmigung ist davon abhängig, wie gefährlich so ein System ist. Und dann wird bewertet, was für Möglichkeiten habe ich denn an Bord, selbst im Falle eines Ausfalls von Systemen, damit umzugehen. Unsere Drohne zum Beispiel ist generell auf Sicherheit gebaut. Wir haben sehr viel redundantes System an Bord, dass einzelne Komponenten, wenn die ausfallen, sozusagen kein Problem darstellen. Und selbst im schlimmsten Falle, dass die Drohne quasi nicht mehr weiterfliegen kann, habe ich einen Fallschirm an Bord, der sozusagen dann die Drohne sicher runterkommen lässt. Und da ist sie dann auch, wenn sie am Fallschirm hängt, nicht mehr so gefährlich. Wann könnte es jetzt hier speziell so richtig losgehen sozusagen? Also im Rahmen des Projektes probieren wir auf jeden Fall in diesem Jahr die ersten Demoflüge zu zeigen. Das haben wir nicht vollständig in der Hand, hängt auch immer von der Genehmigungsgeschwindigkeit seitens der Behörden ab. Was aber dann erzielt ist, selbst wenn wir nur ein paar wenige Testflüge machen, ist, dass mit dieser Genehmigung eigentlich der reguläre Betrieb möglich wäre.
Und das ist der große Unterschied zu Sachen, die vorher schon passiert sind, wo Ausnahmeregelungen in Kraft waren. Hier geht es darum, dass die Genehmigung erlaubt, einen regulären Betrieb zu machen. Das ist also ein großer Unterschied mittlerweile. Momentan, meinen Sie ja vorhin, gibt es noch keine Zulassung für den Überflug von urbanen Gebieten. Also sprich, es muss vor Guben bzw. vor Cottbus gehalten werden. Wie plant man da jetzt weiter? Wie kann auch da der Testbetrieb vonstatten gehen sozusagen? Genau, das müssen wir uns genau mit in Zusammenarbeit mit den Behörden dann anschauen, wie die Lösung dann genau aussieht. In dem Fall, also der langfristigen Planung, auch was wir als Firma vorhaben, ist, dass das System ist bereit dafür designt, auf höheres Level zertifiziert zu werden, aufgrund der ganzen Ausfallsicherheiten, die jetzt schon an Bord sind. Und damit wäre es dann erlaubt, in Zukunft auch über Städte zu fliegen.